Ich habe das Vergnügen, heute quasi den kritischen Aspekt der in dieser Ad-Hoc-Gruppe erörterten Krise der soziologischen Kommunikation zu beleuchten und über Möglichkeiten und Probleme, aber auch Grenzen soziologischer Kritik zu sprechen. Und ich war jetzt eigentlich ein bisschen skeptisch, ob ich jetzt Luhmannsch gesprochen in diesem Panel jetzt noch irgendwie so etwas wie Anschlussfähigkeit hinkriege, weil ich so den Eindruck gehabt habe, jetzt in beiden Diskussionen, dass eigentlich sozusagen das vorherrschende Verständnis hier ist, dass, oder dass es eher verneint wird, dass Soziologie so etwas wie eine kritische Wissenschaft ist, und Sie werden merken in meinem Vortrag, das sehe ich eigentlich völlig anders. Und die Frage, die ich behandeln möchte in meinem Vortrag, die ist eigentlich eine ähnliche, wie sie der Kollege Waldkopf behandelt hat, nur ich muss es leider so direkt sagen, er löst sie affirmativ auf und ich beschäftige mich aus einer kritischen Perspektive damit. Und zwar hat mich nämlich im Call zu dieser Talkgruppe eine Frage besonders angesprochen, die wurde also eher beiläufig aufgeworfen, und zwar wurde da unter anderem auch die Frage gestellt, warum sich Soziologie eigentlich so schwer tut, die Gesellschaft zu verändern. Und die Frage hat mich angesprochen, weil ich mich zufällig zu der Zeit, als dieser Call stattgefunden hat, mich sehr intensiv mit dieser Frage beschäftigt habe. Aber eben nicht aus dieser affirmativen Sicht, die der Kollege Walko gemacht hat, der dann eben sagt, naja, das Problem der Soziologie, also eine kritische Wissenschaft ist, das ist nicht ihre Aufgabe als Funktionssystem. Sehe ich vollkommen anders. Mit dieser Frage habe ich mich eben auseinandergesetzt, warum tut sich Soziologie so schwer, die Gesellschaft zu verändern? Und zwar nicht allgemein jetzt auf die Soziologie, sondern ganz allgemein im Zusammenhang mit Gesellschaftskritik hat mich diese Frage eine ganze Weile lang umgetrieben. Wie es nämlich möglich ist, dass eigentlich an allen gesellschaftlichen Ecken und Enden, das kann ja die Soziologie nicht verleugnen, dass das so ist, dass eigentlich an allen gesellschaftlichen Ecken und Enden derartig viel Gesellschaftskritik geübt wird. Also es gibt heute kaum einen gesellschaftlichen Bereich, in dem nicht eine ganze Menge von Leuten irgendwas kritisiert, ob das jetzt die Geschlechterverhältnisse sind, ob das Rassismus ist, ob das Homophobie ist, ob das prekäre Arbeitsverhältnisse sind, ob es die fortschreitende Zerstörung von Natur und Umwelt ist. Also sozusagen die Kritikpunkte, die so im Allgemeinen an die Gesellschaft adressiert werden, nicht nur innerhalb der Soziologie, sondern in der Gesellschaft allgemein, die sind eigentlich Legion. Und doch, wenn man sich dieses Ausmaß an Gesellschaftskritik einigermaßen unvoreingenommen anschaut und sich dann im Weiteren anschaut, was sich durch diese ganze Kritik eigentlich verändert gesellschaftlich, dann muss man eigentlich sagen, das ist ziemlich bescheiden. Also eine wirklich substanzielle gesellschaftliche Veränderung, so dass man eben sagen könnte, ja, das ist jetzt wirklich ein fundamentaler Strukturwandel, der da stattfindet. Und das findet eben, wenn man ehrlich ist und unvoreingenommen hinschaut, im Prinzip überhaupt nicht statt. Eigentlich eher im Gegenteil. Also was sich derzeit unter den Prämissen von Neoliberalismus und Globalisierung abspielt, deutet ja eigentlich eher sogar noch auf eine Verschärfung und Zuspitzung der gesellschaftlichen Verhältnisse hin. Und genau dieser Widerspruch hat mich aber in letzter Zeit sehr beschäftigt und wird mich wohl auch noch eine ganze Weile weiter beschäftigen, nämlich also sozusagen die Frage, wie kann das eigentlich sein, dass überall so viel Kritik ist und sich trotzdem so wenig ändert? Und ich bin sehr rasch zu der Einsicht gelangt, dass dieses, und man kann das wirklich nur ein gesellschaftskritisches Paradoxon nennen, dass dieses Paradoxon in der Struktur und der Dynamik von Gesellschaftskritik selbst begründet liegt und in der Rolle, die Kritik in unserer Gesellschaft spielt. Es ist dazu übrigens vor kurzem ein Beitrag von mir in der Soziologie erschienen, also hier in der Zeitschrift der DGS, unter dem Titel Gesellschaftskritik und bürgerliche Kälte. Also wenn Sie das interessiert, da können Sie sich noch viel detaillierter nachlesen, als ich das hier sozusagen vortragen kann. Aber im Grunde läuft es darauf hinaus, in meinen Überlegungen, dass Gesellschaftskritik immer schon in einem Spannungsfeld zwischen Anpassung und Widerstand steht. Und zwar darf man sich dieses Spannungsfeld jetzt eben nicht so vorstellen, wie Sie das in gesellschaftskritischen Kontexten sonst üblicherweise finden, wo Kritik ja so gedacht wird, na, da haben Sie auf der einen Seite haben Sie sowas wie, haben Sie Anpassung, und auf der anderen Seite, da ist quasi Kritik zu Hause, da haben Sie Widerstand. Sondern, also man darf sich sozusagen nicht im Sinne eines kontinuierlichen Verhältnisses denken, sondern man muss es eigentlich dialektisch denken. Also das sind
sozusagen nicht zwei gegeneinander und gegensätzlich aneinander ausschließende Orientierungen sozialen Handels, sondern das sind zwei Momente sozialen Handelns und auch Denkens, die immer schon dialektisch miteinander vermittelt sind und die gehen auch immer miteinander einher schon. Also die durchdringen sich wechselseitig. Und diese Dialektik hat vor allem die Form, dass sie sich bereits in einem Grunde genommen eigentlich schizophrene Konstitution bürgerlicher Subjektivität konkretisiert. Sie haben vorher auch schon von Schizophrenität gesprochen. Halte ich sozusagen für den Dauerzustand bürgerlicher Subjektivität, die folgendermaßen aussieht, dass wir einerseits als bürgerliche Subjekte, jedenfalls dem Anspruch nach, autonome, mit hohen moralischen Werten ausgestattete, mündige und daher auch immer auch kritikfähige Individuen sind, die gesellschaftliche Missstände in Frage stellen können und das ja auch ständig tun. Andererseits, das ist also die andere Seite dieser Dialektik, ist, dass wir aber immer auch schon Funktionsträger innerhalb der bürgerlich-kapitalistischen Ordnung sind und uns dieser schon im Interesse unserer Selbsterhaltung anpassen und unterordnen müssen. Also, und das ist natürlich was extrem Widersprüchliches. Aber es ist eben ein Widerspruch, der schon in der Struktur unserer Gesellschaft angelegt ist und der ganz maßgeblich auch unsere Identität und unser Selbstverständnis als Bürger dieser Gesellschaft bestimmt. Also jetzt auf Gesellschaftskritik bezogen, Gesellschaftskritik ist also so gesehen aus so einer dialektischen Sicht betrachtet, zunächst einmal auf der einen Seite ein ganz konstitutiver Bestandteil unserer bürgerlichen Subjektivität, unseres bürgerlichen Selbstverständnisses. Zugleich aber steht Kritik immer schon in einer extremen Spannung, nämlich zu unserer Integration in die bürgerliche Ordnung und zum Zwang individueller Selbstbehauptung unter der Prämisse universaler Konkurrenz. Und das ist eben genau der Punkt, an dem Anpassung und Widerstand in einem und demselben Subjekt immer schon zusammenlaufen. Aber das hat eben auch gravierende Konsequenzen darauf, wie Kritik gedacht werden muss, nämlich eben dialektisch. Und die Dialektik von Anpassung und Widerstand wird sozusagen dadurch zur zentralen Bedingung von Kritik. Also da muss man immer schon mitdenken und mitreflektieren, wenn man sich Gedanken darüber macht, was ist Kritik und wie funktioniert Kritik. Also sie wird sozusagen zum strukturellen Rahmen jeden kritischen Denkens und Handelns. Weshalb auch entscheidend ist, wie wir mit dieser Spannung umgehen. Denn es ergibt sich daraus sozusagen die paradoxe Situation, dass Kritik jedenfalls potenziell nicht automatisch gleich Kritik ist. Also ein kritischer Anspruch muss nicht notwendigerweise schon mit einem kritischen Potenzial einhergehen. Das heißt, es kommt eben darauf an, wie diese grundlegende Spannung aufgelöst wird. Und Kritik kann dadurch, nämlich je nachdem, wie diese Spannung aufgelöst wird, völlig paradoxerweise auch affirmativ sein. Also sie kann unter Umständen sogar das, was sie zu kritisieren beansprucht, unfreiwillig stabilisieren und selbst reproduzieren. Oder anders formuliert, Kritik steht nicht automatisch schon im Widerspruch zu den gesellschaftlichen Verhältnissen, die sie kritisiert, sondern sie ist in einer konkreten Form unter Umständen sogar und ganz im Gegenteil Ausdruck längst erfolgter uneingestandener Anpassung ans Bestehende. Und meines Erachtens ist das für den angesprochenen und zutiefst widersprüchlichen Sachverhalt, dass empirisches Ausmaß von Gesellschaftskritik und faktisch daraus resultierender sozialer Wandel, also dass die sozusagen eigentlich in keinerlei Verhältnis zueinander stehen, ist das meines Erachtens eine höchst plausible und vielleicht meines Erachtens die einzig plausible Erklärung. Und diese Dialektik, und jetzt komme ich zum eigentlichen Thema des Vortrags, diese Dialektik, die gilt natürlich genauso für die Soziologie und für soziologische Kritik. Und wie sich diese gesellschaftskritische Dialektik von Anpassung und Widerstand konkret auf die Soziologie auswirkt, welche Probleme soziologischer Kritik damit verbunden sind und welche Konsequenzen eventuell daraus zu ziehen sind, das möchte ich jetzt in den wenigen verbleibenden Minuten zumindest grob skizzieren und anschließend diskutieren. Es ist jetzt grundsätzlich so, dass diese Dialektik, von der ich gesprochen habe, und dieser Dialektik gesellschaftskritischen Handelns oder eigentlich genauer gesagt das Erliegen dieser Dialektik, das heißt das Unkritischwerden von Kritik und der Umschlag von der Kritik in die Affirmation, der stellt sich je nach Kontext, Form und Gegenstandsbereich von Kritik auf sehr verschiedene Weise dar, beziehungsweise äußert sich auf verschiedene Weise und nimmt unterschiedliche Gestalt an. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie sich das ausdrücken kann und ich habe im Laufe meiner bisherigen Beschäftigung und in Auseinandersetzung mit verschiedenen Formen kritischen Handels zumindest vier Symptome oder Ausdrucksformen herausgearbeitet, die dieses unkritische Werden von Kritik sehr häufig annimmt. Diese Typologie erhebt jedenfalls derzeit noch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und das sind im Übrigen auch keine völlig distinkten und voneinander absolut verschiedenen Ausprägungen, sondern die gehen teilweise durchaus auch miteinander einher und überschneiden sich. Also ich kann leider aus Zeitgründen nicht im Detail darauf eingehen, aber vielleicht ergibt sich im Rahmen der Diskussion
noch die Gelegenheit, auf das eine oder andere zurückzukommen. Hervorheben will ich nur mit Blick auf die Soziologie den letzten Punkt auf der Liste, von dem ich nämlich glaube, dass er für die Soziologie und für soziologische Kritik besonders relevant ist und dass das quasi die Form ist, die der Umschlag von der Kritik in die Affirmation im Bereich der soziologischen Kritik hauptsächlich annimmt, nämlich die Form einer unmittelbaren Anwendung und Praxisorientierung von Kritik. Ich habe es gestern hier im Kongress eine Veranstaltung über soziologische Kritik besucht, die war grundsätzlich auf extrem hohem Niveau, sehr reflektiert und alles, aber im Endeffekt ist es in allen diesen Vorträgen darauf hinausgelaufen, dass Soziologie, wenn sie denn kritisch sein soll, eben sowas wie eine Handlungsperspektive eröffnen muss. Also ihre Kritik soll irgendwie auch in ganz konkrete Praxis überführt werden können oder zumindest sozialen Akteuren durch ihre Kritik sowas wie eine Handlungsmacht eröffnen. Also ich habe das gestern wieder sehr stark bestätigt gefunden und auch heute war die Diskussion eher stark von einer, mit einem sehr starken Praxisbezug, von einem starken Praxisbezug der Soziologie geprägt, jetzt weniger in Bezug auf Kritik, sondern auf Soziologie im Allgemeinen. Und das habe ich eben gestern auch in diesem im Grunde sehr guten, diesem sehr guten Pendel wieder vorgefunden. Obwohl das ansonsten, wie gesagt, wirklich sehr gute Vorträge waren und man den Vortragenden definitiv nicht absprechen kann, dass sie einen kritischen Anspruch vertreten und dass es ihnen ein Anliegen ist, dass Soziologie eine kritische Wissenschaft ist. Das hat mich nicht sonderlich überrascht, aber ich habe es wieder als Bestätigung gefunden. Und man muss jetzt natürlich auch die Anwendung zum Praxisorientieren soziologischer Kritik auch in einem größeren Kontext sehen. Anwendungsorientierung ist in den letzten Jahrzehnten nicht nur in der Soziologie, sondern in der Wissenschaft generell zu sowas wie der dominanten Forschungshaltung geworden. Und die wird zum Teil auch durch äußere Faktoren begünstigt, wir haben das teilweise heute schon gehört. Also wer schon mal versucht hat, einen Forschungsantrag durchzubringen, der wird wissen, dass da ohne explizite praktische Relevanz heute praktisch überhaupt nichts mehr geht. Das ist aus einer gesellschaftskritischen Perspektive eine sehr schwierige Situation und das dürfte wohl nicht zuletzt auch darin begründet es dürfte nicht zuletzt in den gegenwärtigen Förderstrukturen begründet liegen, dass kritische sozialwissenschaftliche Perspektiven derzeit tendenziell noch stärker als ohnehin schon in ihrer Marginalisierung begriffen sind. Aber die primäre Praxisorientierung, und auf das will ich jetzt genauer eingehen, ist auch rein epistemologisch ein ziemliches Problem. Weil im Grunde kann ja Soziologie, und jetzt wirklich, ich spreche jetzt wirklich aus einer Perspektive einer kritischen Soziologie, im Grunde kann eine Soziologie überhaupt nur dann einen genuin soziologisch-kritischen Beitrag leisten und ich würde mal grundsätzlich meinen, dass diese Behauptung auch zunächst einmal einen relativ breiten Konsens finden dürfte, wenn es ihr gelingt, ein umfassendes Verständnis gesellschaftlicher Probleme und Missstände zu erarbeiten. Denn nur so kann sie überhaupt eine Perspektive öffnen, durch die potenziell, also da geht es jetzt gar nicht darum, verändert das jetzt wirklich was, sondern nur potenziell, nur so kann sie dazu eine Perspektive öffnen, durch die potenziell eine Überwindung des kritisierten Zustandes und eine Veränderung zum Besseren überhaupt erst möglich würde. Die Aufgabe soziologischer Kritik und meiner Meinung nach, also da spiegelt sich jetzt auch mein kritisches Selbstverständnis als Soziologe, denn meiner Meinung nach ist das auch die Aufgabe von Soziologie überhaupt, sofern sie Wissen produzieren, wie das gesellschaftlich irgend von Belang ist und sich nicht in der Sammlung und Aufbereitung von Fakten erschöpfen soll. Diese Aufgabe kann eigentlich nur in der konsequenten und rückhaltlosen Analyse bzw. in der Aufklärung über gesellschaftliche Herrschafts- und Machtverhältnisse bestehen. Und das Problem einer vorwiegend praxisorientierten Grundausrichtung soziologischer Kritik, wie sie ja inzwischen zur Standardform soziologischer Kritik überhaupt geworden ist, besteht aber jetzt genau darin, dass diese kritisch-analytische Aufgabe nur noch unzureichend erfüllt wird und damit ihre eigentliche Aufgabe im Prinzip gerade in dem Maße unterlaufen wird, wie Soziologie ihre Aufgabe darin sieht, im Interesse einer sozusagen praktisch herbeizuführenden Veränderung konkrete Verbesserungsvorschläge und Handlungsanweisungen zu machen. Damit nämlich Soziologie überhaupt eine solche praxisorientierte Perspektive einnehmen kann, ist sie, würde ich mal sagen, zu so etwas wie einer weitestgehend Kommensurabilität mit den bestehenden gesellschaftlichen Verhältnissen gezwungen. Das heißt, sie muss mit ihren kritischen Konzepten und Vorschlägen immer ein Mindestmaß an Anschlussfähigkeit an die bestehenden gesellschaftlichen Strukturen bewahren. Kollege Albrecht hat ein wunderbares Beispiel heute gebracht, was Kommensurabilität bedeutet im Bereich auf die Medien. Sie müssen sich auf die Logik der Medien einlassen und haben eigentlich keine Kontrolle darüber und sie müssen das hinnehmen. Oder wie Sie auch in Ihrer
die dialogischen Konzepte von Soziologie sozusagen quasi rausgeht und mit Stakeholdern und praktischen Akteuren sozusagen einen Dialog führt. Auch das würde ich jetzt unter diesen Begriff der Kommensurabilität fassen, weil das bedeutet, dass man die Problemdefinitionen, die praktischen Problemdefinitionen aus dem Feld sozusagen zur Richtschnur der eigenen soziologischen Arbeit machen muss. Ist aus einer kritisch-soziologischen Perspektive ein Problem, weil das eben nur um den Preis schlechter Kompromisse schon mit dem gesellschaftlichen Status quo verbunden ist. Das heißt in der Regel, Sie müssen Ihre Kritik immer schon tendenziell abschwächen und abmildern, um überhaupt anschlussfähig zu sein. Und das ist, wie gesagt, aus einer gesellschaftskritischen Perspektive, ich würde sagen, eigentlich tödlich. Denn Soziologie bleibt dabei so hoffnungslos verstrickt in die gesellschaftlichen Strukturen, die sie eigentlich verändern möchte, dass sie diese mit ihrer Kritik nicht mehr zu transzendieren vermag, theoretisch, analytisch. Und im schlimmsten Fall stabilisiert sie mit ihrer Kritik sogar diesen gesellschaftlichen Zustand und reproduziert ihn auch selbst in ihrer Kritik. Also das heißt, der Witz an der Sache, das große Problem ist, dass in der unmittelbar praktischen, gesellschaftsverändernden Handlungsperspektive, die eine kritische Soziologie in ihrer Praxisorientierung zu erarbeiten trachtet, ausgerechnet der Umschlag ihrer Kritik in die Affirmation lauert. Also im Interesse praktischer Handlungsfähigkeit müssen die vorherrschenden gesellschaftlichen Strukturen bereits weitgehend als gegeben hingenommen werden, weil, das ist logisch, ansonsten kann ich auch nirgends anknüpfen. Aber eben das ist der Punkt, an dem soziologische Kritik potenziell in die Unkritik umschlägt. Also dialektisch gesprochen ausgerechnet der Wunsch, die Gesellschaft zu verbessern, wird auf diese Weise zum Fallstrick soziologischer Kritik. Ja, so ziemlich die erste Reaktion von kritisch orientierten Soziologen auf derartige kritische Überlegungen ist für gewöhnlich, wie denn sonst, wenn nicht durch praktisches Handeln, soll eine Veränderung der gesellschaftlichen Verhältnisse denn überhaupt möglich sein? Und was soll also eine kritische Soziologie sonst tun? Was soll eine kritische Soziologie sonst tun, wenn nicht aktiv in die Gesellschaft einzugreifen und soweit möglich Verbesserungsvorschläge zu machen oder zumindest die gesellschaftskritische Praxis, da komme ich jetzt wieder sozusagen auf eine quasi dialogische Soziologie zurück, nur eine kritisch verstandene dialogische Soziologie, zumindest die gesellschaftskritische Praxis mit wissenschaftlich fundiertem, praxisrelevantem Wissen zu versorgen. Also was ist die Alternative? Und auch hier ist sozusagen der Witz an der Sache, dass gerade die Soziologie durchaus über Mittel verfügt, die das Potenzial eines umfassenden gesellschaftlichen Wandels in sich aufbewahren. Und das vielleicht wesentlichste ihrer Mittel ist dabei die soziologische Theorie. Die große Stärke der Theorie und damit auch der Soziologie, meines Erachtens, sofern sie sich dieser Stärke besinnt, besteht in der im theoretischen Denken angelegten Fähigkeit zur kritischen Distanz. Kritische Distanz ist die Grundvoraussetzung für eine analytisch fundierte, die Gesellschaft, das heißt die gesellschaftlichen Strukturen, hinreichend durchdringende Kritik, weil nur diese Form von Kritik sozusagen der notwendigen Analyse die dafür erforderliche Radikalität erlaubt. Also die Fähigkeit zur Distanz ist ja eben gerade auch das, was einer sozusagen auf konkrete Veränderung abzielende praktische Kritik immer schon notwendig abgeht. Damit Kritik überhaupt im Dienst einer konkret herbeizuführenden Veränderung praktisch werden kann, muss sie sich selbst, wie gesagt, kommensurabel machen. Und Kommensurabilität bedeutet eben auch immer ein Stück weit Anpassung. Was also für eine Gesellschaftskritik, die Chance eines substanziellen gesellschaftlichen Wandels nutzen oder überhaupt nur am Leben halten möchte, unbedingt notwendig wäre, nämlich die Distanzierung vom gesellschaftlichen Getriebe, die analytisch-theoretische Distanzierung vom gesellschaftlichen Getriebe, das ist gerade das, was der Praxis aufgrund ihrer eigenen Logik immer schon von vornherein abgeht. Bevor überhaupt die Frage nach einem praktisch herbeizuführenden Wandel gestellt werden kann, muss ja zunächst einmal verstanden werden, worin denn das bestehende Schlechte, sage ich jetzt einmal aus einer kritischen Perspektive, eigentlich ursächlich begründet liegt und was seine gesellschaftlich strukturellen Wurzeln sind. Und zu einer solchen radikalen analytischen Durchdringung der gesellschaftlichen Verhältnisse ist nur eine von praktischen Handlungs- und Rechtfertigungszwängen entlastete Theorie in der Lage. Ich brauche wohl nicht hinzuzufügen, dass eine derart tiefgreifende radikale Kritik, wie ich sie konzipiere, immer und unweigerlich Kapitalismuskritik bedeutet. Und dieses Plädoyer, und damit komme ich jetzt langsam auch zum Ende, versprochen, dieses Plädoyer für eine Besinnung der Soziologie, für eine Theorie und damit für eine in erster Linie theoretische Kritik hat natürlich extrem gravierende Konsequenzen für das Verhältnis von Theorie und Praxis.
Das soziologische Theorie-Praxis-Verhältnis ist heute weitgehend, auch darin spiegelt sich übrigens die dominante Praxisorientierung der Soziologie wieder, dies von einer eigentlich sehr unglücklichen Arbeitsteiligkeit geprägt, würde ich mal sagen. Also Theorie ist demnach stets mit praktischen Erkenntnissen und Interessen verkoppelt von vornherein und beinhaltet ja notwendig auch eine praktische Handlungsperspektive. Und umgekehrt greift die Praxis in der Regel besonders auch auf theoretische Einsichten zurück. Und diese arbeitsteilige Konzeption finde ich insofern extrem unglücklich und auch nachteilig, weil dabei ein Kontinuum von Theorie und Praxis unterstellt werden muss, das unter den gegebenen gesellschaftlichen Bedingungen so einfach nicht unterstellt werden kann. Und meines Erachtens ist diese Dialektik von Kritik, über die ich hier spreche, ist meines Erachtens das beste Beispiel, dass man Theorie von Kritik und Praxis von Kritik eben überhaupt nicht kontinuierlich denken kann. Also das kann man so nicht unterstellen, jedenfalls nicht, ohne dass die Theorie dabei ihren größten und vielleicht einzigen Vorteil verspielt. Und das ist eben die Möglichkeit zur kritischen Distanz. Im Bemühen um praktische Umsetzbarkeit theoretischer Kritik, sofern sich soziologische Kritik nicht überhaupt an gegen praktische Erkenntnisinteressen orientiert, muss die Theorie etwas von den Zwängen der immer schon unausweichlich in die gesellschaftlichen Strukturen verstrickten Praxis annehmen. Und damit untergräbt sie eigenes kritisches Potenzial. Das soziologische Theorie-Praxis-Verhältnis wäre meines Erachtens in diesem Lichte neu zu überdenken. Also nicht die Versorgung der Praxis mit praxistauglichen und konkret umsetzbaren theoretischen Einsichten sollte die Aufgabe der Soziologie und ihrer Theorie sein, sondern allein die konsequent kritische Analyse der gesellschaftlichen Verhältnisse. Und das würde auch und erst recht eine kritische Distanz zur Praxis und deren Akteuren implizieren. Also es ergibt sich ja quasi eine weitere vordringliche Aufgabe für eine kritische Soziologie, nämlich die kritische Analyse gesellschaftskritischer Praxis. Die Soziologie sollte sich meines Erachtens sehr hüten davor, vor unreflektierten Sympathien oder gar Koalitionen mit bestimmten gesellschaftskritischen Bewegungen oder Gruppierungen. Sondern diese wären vielmehr nötig, ebenso mit aller gebotenen Vehemenz der Kritik auszusetzen und über sich selbst aufzuklären. Die Soziologie vermag der kritischen Praxis vielleicht wesentlich mehr und besser zu helfen, wenn sie nicht einfach mit ihr gemeinsame Sache macht und dabei deren praktische Probleme und Erkenntnisinteressen zur Richtschnur der eigenen soziologischen Arbeit macht, sondern wenn sie gegebenenfalls auch zeigt, wo und vor allem, warum sie scheitert. Und dabei eben leider oft sehr, sehr oft an sich selber scheitert auch. Also ich muss sagen, das war ein Beitrag, wo ich bei ganz vielen Punkten total bei dir war, so. Diese Schizophrenie, der schizophrene Moment, den du beschreibst, zwischen Anpassung und Widerstand, so, ich kenne das aus der Psychologie mit der kognitiven Dissonanzzone, das ist auch ein sehr interessanter Ansatz, den du da verwendest, und ich finde auch äußerst fruchtbar. Aber es gibt zwei Punkte, mit denen ich wirklich Schwierigkeiten habe. Das eine ist einmal diese Distanz, die du forderst, und zwar, finde ich, gibt es ja immer diesen Teilaspekt, wo die Expertise der Wissenschaftler über die Expertise von Menschen gestellt wird. Und das, finde ich, ist immer grundsätzlich ein schwieriges Unterfangen. So, ne? Also wenn man vielleicht so ein bisschen mit Bourdieu guckt, kann man sich überlegen, ob das einfach nur eine andere Form der Sprache ist, die Wissenschaftler da, also es glaube ich schon so, ne? Aber es geht mir grundsätzlich auch um diese Expertise der Wissenschaft, die dann als höherwertig irgendwie angesehen wird. Und der zweite Punkt ist, den ich auch schwieriger finde, ist, wenn man davon ausgeht, dass die Soziologie auf die Gesellschaft wirken kann, soll oder sie verändern soll, geht man irgendwie mal davon aus, dass die Soziologie auf die Gesellschaft wirkt. Und ich frage mich dann immer, was in der Gesellschaft wirkt? Die dann auf die Soziologie oder ist die Gesellschaft dann passiv? Weil mit einer passiven Gesellschaft, die nicht selber aktiv ist auch, um jetzt mal mit dem Gegenwort einfach nur zu spielen, das finde ich an sich schwierig. So, ne? Weil Leute aus sich, das ist meine Überlegung, aus sich selbst heraus mit eigenen Erfahrungen schon die größte Veränderung etablieren können. Ja, schwierig. Ich kann eigentlich dann nur, soll ich schon anschließen? Oder? Ich glaube ja, um die Diskussion nicht zu verhindern, ja. Das Problem ist, dass ich eigentlich nur zuspitzen oder zugespitzen vom Wiederkäuen kann, was ich im Vortrag schon gesagt habe, weil dein Kommentar eben nicht darüber hinausgeht, sozusagen, was ich verstehe, also das ist auch schwierig. Also zunächst einmal, was die kritische Distanz betrifft,
die ist zunächst einmal nicht oder nur bedingt als oder sagen wir so, es ist vielleicht schon gedacht, dass es eine Form des überlegenen soziologischen Wissens gibt gegenüber den Alltagshandlungen von Menschen und den Alltagsdeutungen von Menschen. Damit bin ich selbst unglücklich, aber so ist es normal und es hilft mir nichts. Es hilft mir, und das ist auch nicht so zu verstehen, dass ich jetzt sozusagen nicht ins Feld gehe und mir anhöre, was Leute zu sagen haben. Ich bin als kritischer Soziologe sehr schlecht damit zu beraten, das beim Wort zu nehmen, was die mir sagen. Weil die sozusagen eingeflochten sind in ihren mehr oder weniger engen Praxiszusammenhang, den ich als kritischer Soziologe zunächst einmal kritisch reflektieren muss. Und dafür brauche ich Theorie. Also sozusagen, das darf nicht ineinander fallen. Also ich darf nicht hergehen und das sozusagen für bare Münze nehmen, sondern da beginnt sozusagen, wenn ich ins Feld gehe, da beginnt dann schon die kritische Analyse und die muss ich mit einbeziehen. Und das finde ich ist das Problem. Und sozusagen, das ist auch dieser Teil dieser Praxisorientierung, dass sozusagen Kritik muss eigentlich raus ins Feld gehen und mit den Leuten sozusagen zusammenarbeiten. Das halte ich eben für besonders schwierig, weil das nämlich bedeutet, dass Soziologie eben ihre Analysearbeit nicht mehr so vertiefend macht. Wenn sie das tut, weil sie Problemdefinitionen aus der Praxis zu ihren Problemdefinitionen macht. Und das halte ich für problematisch. Wir haben aktuell 4 Wortmeldungen. Dort ist die erste. Ich teile den Anspruch auf jeden Fall, dass über die Orientierung auf einer konkrete Untersuchung hinaus auch immer noch, also ich meine persönliche Ansicht darüber hinaus immer noch klar sein muss, was ist eigentlich die Metaebene, also was ist das, was ich darüber hinaus immer noch im Hintergrund habe, was ist sozusagen der Rahmen. Und du hast ja davon gesprochen, dass die Analyse und Aufklärung über Macht- und Herrschaftsverhältnisse und so weiter da immer quasi, ich sage jetzt, dahinter steht. Bei dir ist es so, es muss halt auf jeden Fall die erste Instanz sozusagen sein. Und ich verstehe, dass den Ansatz, den du jetzt vorgestellt hast, auch als Appell irgendwie an die Wissenschaft, also es ist nicht nur eine Analyse und eine Lösung, ein Lösungsvorschlag, sondern auch ein Appell tatsächlich, das auch irgendwie zu bedenken, anzuwenden, wie auch immer. Und da wollte ich fragen, wie du damit umgehst, was also ForscherInnen sind ja auch Menschen, wissen ja manchmal. Und wie du damit umgehst, dass ja insbesondere auch im Feld der Soziologie, wie ja in allen wissenschaftlichen Bereichen, in Deutschland jetzt ganz konkret gesprochen, privilegierte weiße Männer fortgeschrittenen Alters in den höheren Instanzen sitzen. So. Ich meine, Forschung betreiben auch die jungen schwarzen Soziologinnen, aber das machen eben auch in SE, insbesondere die, wo es eben auch ums Geld geht und wo es eben auch um die Praxisgruppen geht, eben auch die eben genannten Gruppen. Und da frage ich mich gerade, wo darum ist, dass dieser Appell wahrscheinlich an Gruppen gerichtet ist, die eine wirkliche Herrschafts- und Machtveränderung dezidiert nicht denken häufig oder dezidiert, wenn sie denken, nicht wünschen. Was Sie beschreiben, ist, das ist etwas, das im Sinne der Kritik an gesellschaftlichen Herrschafts- und Machtverhältnissen eben mit zu kritisieren ist und mit zu reflektieren ist. Und den Appell richte ich jetzt nicht an die Soziologie als institutionalisierte Wissenschaftler, sondern die richte ich jetzt einmal an Sie als einzelne Soziologinnen und Soziologen. Wie Sie damit umgehen, das kann ich nicht beeinflussen. Dass die Soziologie in ihrer institutionalisierten Form eher zur Herrschaftsstabilisierung beiträgt, das ist ein alter Hut. Also ich erwarte mir nicht, dass dieser Appell jetzt die Soziologie als Institution und als Disziplin verändert, sondern ich verstehe Kritik durchaus im Sinne der kritischen Theorie als sowas wie eine Flaschenpost. Die ankommt, kann ich nicht beeinflussen. Ich kann Ihnen mitgeben, wie ich das Problem der Gesellschaftskritik sehe und wie ich das Problem der Soziologie sehe. Ja, okay. Also ich finde, du hast gerade mal sehr schön das Beispiel, also für mich deutlich gemacht, warum diese Form von Kritik für die Bücher jetzt nicht ankommen wird. Und zwar, weil sie eben diesen Anspruch hat, oder du sagst, du kannst es nicht ernst nehmen, was dann die Betroffenen sagen. Doch davon gehe ich aus. Das muss ich erstmal ernst nehmen. Ich muss verstehen, warum die mich nicht gemeint. Ich muss das als sozialen Tatbestand so akzeptieren, aber ich darf nicht da bestehen bleiben und muss das analysieren. Ja, natürlich. Wir haben Richtschnur gesagt. Das ist verräterisch. Ne? Und dann eben dieser hohe, sozusagen von oben herab Anspruch, den ich bei der kritischen Theorie äußerst problematisch finde. Es gibt noch sehr viel anderes daran zu kritisieren. Du hast vieles in deinem Vortrag angesprochen, was ich genauso sehe. Ich habe mich in meinem letzten Text auf meinem Blog auch mit diesem Problem beschäftigt. Und ich will jetzt nicht auf verschiedene Kritikformen eingehen, aber sozusagen dieses von oben herab
das ist auch ein wesentlicher Grund, warum diese Form von Kritik nicht ankommt. Ich will das nicht als von oben herab verstanden wissen. Ich will das einfach als eine analytische Kritik verstanden wissen, die sich halt auch über die gegebenen Verhältnisse erheben muss. Und das bedeutet, also intellektuell erheben muss. Und ich kann halt eben nicht Kritik betreiben und dabei die praktischen Problemdefinitionen von Menschen, die sich in dieser Position nicht befinden, die gesellschaftlichen Verhältnisse analytisch zu durchdringen, also davon kann ich nun mal nicht sozusagen, das kann ich nicht zu meinen Problemdefinitionen machen, sondern da muss ich schon definieren, mir überlegen, was macht deren Problemdefinition zu deren Problemdefinition? Warum sehen die das? Und welche gesellschaftlichen Strukturen bilden sich dahinter ab? Also man sollte eher darauf, also man kann das ja denken, dass man das beste Gewissen hat, nur so sollte man gegenüber dem, den man helfen möchte, nicht auftreten. Sondern da gehe ich auf die gleiche Ebene herab und nehme die wirklich ernst. Jetzt habe ich so immer das Gefühl, in der Kitchen Theory, dass sie das halt nicht tun. Das sehe ich nicht tun. Also ich muss ehrlich sagen, die kritische Theorie, wenn man sich empirische Arbeiten anschaut, die im Kontext entstanden sind, die gehen oft, die nehmen das Material oft ernster als jeder durchschnittliche Soziologe, muss ich ehrlich sagen. Das empirische Material, das sie erheben in dieser analytischen Durchdringung und das wirklich rückkoppeln auch an objektive gesellschaftliche Strukturen, die versuchen wollen zu verstehen, was bildet sich da in diesen konkreten Äußerungen und Handlungen von Menschen, was bildet sich da objektiv gesellschaftlich ab? Und da geht meines Erachtens eine kritische Theorie viel verantwortungsvoller und mit dem empirischen Material, um es zum Beispiel eine durchschnittliche wissenssoziologische, also ich komme selber teilweise aus der Wissenssoziologie, also ich habe jetzt nicht in Wissenssoziologie, aber die sehr stark qualitativ orientiert sind und also ich hoffe, ich mache mich irgendwie verständlich, die dann sozusagen das, was ihnen da an subjektiven Deutungen geboten wird, auch schon als sozusagen das Forschungsergebnis haben und sich nicht fragen, was bildet sich da gesellschaftlich eigentlich ab in diesen Deutungen, was bedeutet das eigentlich, was sind da für wo ist sozusagen auch, also Adorno hat immer den Begriff der Totalität verwendet in Bezug auf Gesellschaft. Also sozusagen, wie wird sozusagen Totalität, gesellschaftliche Totalität im konkreten Einzelnen sichtbar? Und das muss kritische Soziologie sich anschauen. Nina, dann Stefan Selke. Ja, als weißer, männlicher, etwas älterer und glatzköpfiger Soziologe aus Furtwagen komme ich aus der Wissenssoziologie oder klinischen Theorie, kann ich sagen, dass das sehr inspirierend ist, aber ich glaube, es ist an einem Punkt, deswegen habe ich das gerade mit der Richtschnur gebracht, auch ein Stück weit einfach auch überzogen oder man verheddert sich in so einer Endlosschleife. Sie sagen einerseits, es geht nicht darum, die Leute, die Menschen aus dem Feld nicht ernst zu nehmen, aber Sie haben explizit gesagt, es darf nicht zur Richtschnur der eigenen Analyse und eigenen Kritik werden. Und da frage ich mich, woher kommt denn die Annahme, dass jemand, der ins Feld geht, und empirisches Material erhebt, ja, was auch immer das ist, das zur Richtschnur macht. Das darf nicht der Grund und Boden sein, auf dem meine Analyse stattfindet. Also ich würde sagen, Sie demonstrieren genau das, was ich als dieses Instanzdenken bezeichnet habe. Ne? Wir sind die Instanz, die abgeschlossene Einheit und da ist so eine wirklich hermetische Abriegelung da. Also ich glaube, dass da viel mehr Permeabilität, Durchlässigkeit und so weiter der Soziologie und der Welt drumherum gut tun würde. Ich habe mich in Ihrem Modell auch nicht gefunden, ehrlich gesagt, als Soziologe. Nicht? Nein, ich habe mich da überhaupt nicht gefunden, weil für mich Soziologie jetzt nicht einfach ein wissenschaftlicher Komplex ist, sondern der hat was auch mit meinem Menschsein zu tun und wie ich mich zur Welt verhalte. Und deshalb kann ich mich in diesem Schematismus, den Sie da habe ich mich überhaupt nicht gefunden, wo ich da bin. Also, sondern das hat etwas damit zu tun, wie ich mich der Welt gegenüber verhalte, wie ich meinen Platz sehe in der Welt. Und Soziologie ist für mich zunächst einmal ein, sozusagen, als ich zur Soziologie gekommen bin, hat damit zu tun, dass ich mit Gesellschaft ein Problem habe. So ist es. Das ist schon sehr elementar. Das ist schon sehr elementar. Also das hat mit mir selber schon sehr viel zu tun. Und deshalb ist zum Beispiel, wo ich mich nicht gefunden habe, das, was ich betreibe, hat mit Affirmationen nichts zu tun, zum Beispiel. Also ich wäre jetzt zum Beispiel überaffirmativ in Ihrem Schema. Also ich habe ein komplettes Gegenteil. Das trifft ja nicht zu auf mich. Also ich habe kein affirmatives Verhältnis. Ich habe vor allem, vielleicht habe ich ein, also das habe ich nicht verstanden. Auch. Also ich habe,
Ich bemühe mich darum, kein affirmatives Verhältnis zu diesem... Affirmativ in Bezug auf die Verfahrensrichtlinien der Wissenschaftlichkeit haben Sie halt überaffirmatives Verhältnis, weil Sie die Betonung auf Distanzierung und so weiter. Das sehe ich mit der kritischen Theorie überhaupt nicht so, weil klar, die kritische Theorie hat sich massiv gewehrt gegen... Und die kritische Theorie war zum Beispiel immer das beste Beispiel dafür, wie man sozusagen, also die haben sich immer irrsinnig gewehrt gegen diese streng dogmatisch-methodischen wissenschaftlichen Richtlinien, weil sie zu Recht davon überzeugt waren, was man in jedem Methodenseminar mittlerweile beobachten kann, wie das sozusagen selbstbezüglich wird und eigentlich wo keine konkreten gesellschaftlichen Inhalte mehr verhandelt wird, sondern es geht nur noch darum, wie wende ich einen Methodenbaukasten an. Also das ist, also in dem Sinne sehe ich mich als völlig draußen. Ich kann ja noch Kästchen kritische Theorie irgendwo reinbauen, oder? Nein, das muss gar nicht sein, weil ich, möglicherweise erstreckt sich das über irgendwie... Quer, keine Ahnung. Okay, ich würde gerne ganz lange noch zuhören, aber noch zwei Wortmeldungen und dann haben wir auch noch die zweite Version von uns davon. Der Wirtschaft wollte auch noch, die eigentlich auch noch. Ja, ich finde es sehr bemerkenswert, dass jeder Beitrag eigentlich sagt, dass so viele Punkte in dem, was du jetzt vorgetragen hast, irgendwie geteilt wird, so, aber du komplett alles ablehnst, was irgendwie als Feedback an dich herangetragen wird. So, ne? Und ich würde einfach auch nur mal dazu nochmal sagen wollen, das ist, glaube ich, für deine Arbeit wirklich auch gut, weil du musst es ja nicht unbedingt alles annehmen, aber wenn du es vielleicht in deiner Arbeit mit reflektierst. So, ne? Es sind jetzt auch alles nicht unbedingt Punkte, die wir uns hier so ausgedacht haben, sondern es sind ja wirklich auch Punkte, die so teilweise in der öffentlichen Debatte an der kritischen Theorie auch kritisiert werden. So, ne? Aber ich meine, dass diese Dinge reflektiert sind in deinem Vortrag. Ja, anscheinend nicht genug. Ne? Das sind irgendwie steht noch große Resonanz hier. So. Also, aber ich meine, es ist deine Arbeit, du musst wissen, was du damit machst, ne? Wie mit der Flaschenpost, von der du gesprochen hast. So, ne? Also, aber wäre nochmal mein Eindruck hier nach der kurzen Runde. Ja, ich habe nochmal so einen konkreteren Bezug, weil du auch gesagt hast, dass insbesondere die Untersuchung und die empirische Untersuchung im Feld sozusagen ja auch was ist, was du anschaust. Also das war ja anscheinend ein Missverständnis, dass das irrelevant sein soll. Es geht ja nur darum, da zu schauen, aber halt genauer hinzuschauen, weil jede Äußerung des Mainstreams ist ja auch eine Äußerung von Macht- und Herrschaftsverhältnissen und das eben zu reflektieren, weil selbst wenn es um, ich habe dir einen Vortrag gehört, ich weiß nicht, wer auch noch drin saß, über die Untersuchung von Diabeteserkrankten und deren Behandlung und das Ärztinnen- und Patientinnenverhältnis und so weiter. Und da zum Beispiel hätte ich mir gewünscht, dass diese Perspektive mal mitgedacht wird, weil insbesondere dieser Punkt wurde da ja, also natürlich ist es immer verkürzt, diese 20, 25 Minuten reichen nie aus, das komplette Untersuchungsfeld irgendwie darzustellen. Aber da insbesondere ist ja ein super hierarchisches Verhältnis, es ist ein Machtverhältnis, es ist ein Herrschaftsverhältnis, es sind Diskurse, die vorherrschen, die eben auch gerade Patientinnen auch entmündigen an ganz vielen Stellen und insbesondere da der, ich weiß gerade seinen Namen nicht, der diese Untersuchung gemacht hat, das ja auch noch dargestellt hat, dass das ja das Gutes ja schon sehr lange läuft, dadurch, dass ja die Diabetesbehandlung schon sehr lange läuft und so weiter, ja auch noch eine Genese hatte, wo man das auch noch sehr gut reflektieren kann, hätte ich mir da an der Stelle das gewünscht, das auch einzubetten, diese Herrschafts- und Machtdebatte. Und an diesem Punkt hätte ich eben gedacht, hätte das auch total viel praktischen Nutzen, auch wenn das nicht die Orientierung ist, weil der Anspruch ist ja, das eben aus einer wissenschaftlich kritischen und distanzierten Perspektive zu analysieren. Aber es gibt denjenigen, die eben diese Perspektive haben, nämlich herrschaftskritisch und machtkritisch und so weiter agieren zu wollen, was in die Hand, was sie in diesem Feld in Bezug auf praktische Arbeit eben auch anlecken könnte, wie zum Beispiel zu reflektieren, was die eigene Arbeit, die eigene Tätigkeit im praktischen Feld dann eben vielleicht auch noch mit anstoßen sollte, zu bedenken. Und von daher denke ich schon, dass, also ich finde das wirklich unpraktisch oder fern. Also Im Sinne meines Vortrags will ich das jetzt so zuspitzen wollen, dass ich als Soziologe empirisch vorfindbare Sachverhalte theoretisch analysieren muss. Und das konstituiert, Sie können es als eine Schieflage jetzt, wenn ich so sagen, dass das eine Schieflage zwischen mir Soziologen im Feld ist, ja, aber die ist ja nicht, wie soll ich die ändern? Die kann ich nur ändern, indem ich runtergehe. Und das meine ich jetzt nicht werten, sondern dass ich sozusagen eben die Problemdefinition der Praxis zu meiner mache. Und das ist theoretisch, analytisch, problematisch. Ich würde nicht so weit gehen, dass das jetzt unmittelbar, das kann auch in praktische Interventionen münden. Eventuell aber auch nicht, weil wenn Analyse tief genug geht, und wer kritische Theorie gelesen hat, der, oder was auch mein Vortrag versucht zu zeigen, ist, wie wenig eigentlich geht, wie schwierig Gesellschaftskritik ist. Ohne sich ständig
in diesem dialektischen Strudel aus Anpassung und Widerstand zu verfangen. Also dass praktisch die Ausgänge ziemlich verbaut sind. Und das ist aber schon eine wichtige Einsicht auch, weil sie sozusagen auch auch sozusagen zur Selbstreflexion auch anregt, wohin auch immer die dann führen wird. Die Zuspitzung der These wäre dann, wir können die Welt nicht verändern, weil wir auf der Welt sind. Nein. Aber jetzt, finde ich, haben wir ganz viel diskutiert. Das ist auch super, aber also Zeit drängt. Ich würde vielleicht das Angebot von Jan Gantik annehmen und erstmal Felix Dittstock auch vorlassen. Und, du hast ja gesagt, ist eher auf dem Blog und... Ich hätte zwei Punkte, die ich gerne grundsätzlich einfach erwähnen würde aus der Diskussion heraus. Aber dann, also... Ja, vielleicht Felix Stock. Sie haben ja auch Zeit von uns eingeräumt bekommen. Die können Sie jetzt nutzen. Nein. Das mache ich ja. Ich würde es einfach vom Platz aus machen, weil das sowieso nur ein kurzer Kommentar ist. Genau. Also, ja, danke erstmal für die Organisation. Ich bin vor ein bisschen zu spät gekommen. Ich finde es sehr interessant hier, dass diskutiert wird. Und ich glaube, ich habe mir auch über Anschlussfähigkeit Gedanken gemacht, habe das so anschlussfähig wie möglich versucht zu formulieren und werde auch eure beiden Vorträge jetzt von den Vorrednern auch direkt ansprechen, ganz am Ende. Das, was die ganze Zeit schon im Raum steht, glaube ich, oder was auch explizit angesprochen wurde, ist ja das soziologische Selbstverständnis. Also das, was du jetzt auch gerade und du, sondern was ihr beide auch thematisiert habt und was bei den Wortmeldungen auch immer wieder zur Sprache kam. Und die gesellschaftliche Aufgabe der Soziologie. Und das Thema beschäftigt mich schon länger. Und dazu habe ich einfach vier Thesen aufgeschrieben und würde die jetzt in aller Kürze 5 Minuten kurz vortragen. Zur ersten These. Ein soziologisches Selbstverständnis zu erarbeiten und zu vertreten ist eine Frage der wissenschaftlichen Redlichkeit, der Konsistenz der eigenen Arbeit und der Sensibilität gegenüber den eigenen Prämissen. Wer sich mit den Grundsätzen der eigenen soziologischen Praxis beschäftigt, wird herausgefordert, Alternativen zur Kenntnis zu nehmen und sich von gegensätzlichen Auffassungen auch irritieren zu lassen. Darin liegt die Chance, die blinden Flecken im wissenschaftlichen Denken und Handeln zu erkennen und nicht der Gefahr der Selbstüberschätzung zu erliegen. Es geht aber nicht einfach darum, sich zu einer Tradition, Theorieströmung oder Schule zu bekennen, sondern Gründe anzugeben für die eigene Position und offen zu diskutieren. Da die Soziologie Teil ihres Untersuchungsgegenstands Gesellschaft ist, können und sollten diese Argumente sowohl ethisch-moralischer als auch wissenschaftlicher bzw. methodologischer Natur sein. Die zweite These. Anhaltspunkte für ein soziologisches Selbstverständnis können folgende sein. Das Wissenschaftsverständnis, die Haltung der Soziologie zur Gesellschaft, ihr Gesellschaftsbild, eventuelle normative Positionen und daran anschließend eine mögliche Bewertung der gesellschaftlichen Praxis und hier vielleicht in unserem Zusammenhang am wichtigsten die gesellschaftliche Aufgabe der Soziologie. Auf diese Elemente hin sollten soziologische Konzepte, aber auch unsere eigene Haltung zur wissenschaftlichen Arbeit befragt werden. Dabei können explizit soziologische Argumente für oder gegen bestimmte Vorstellungen des Verhältnisses von Soziologie und Gesellschaft diskutiert werden, dann muss es nicht bei unzusammenhängenden Stellungnahmen oder impliziten Hintergrundannahmen bleiben. Angesichts der Vielfalt der Soziologie wird man auf unterschiedliche Möglichkeiten der Zuschreibung stoßen, wie wir jetzt auch schon festgestellt haben. Die soziologischen Selbstverständnisse im Plural sind so letztlich kontingente, aber, wie ich meine, zu begründende und auch offenzulegende Entscheidungen. Zur dritten These. Um einer möglichen Krise der Kommunikation zu begegnen oder vorzubeugen, beziehungsweise der Soziologie Aussicht auf Anschluss in der Lebenswirklichkeit und der öffentlichen Debatte zu geben, sollte die Disziplin sich nicht auf ihre ohnehin vorhandene Wissenschaftlichkeit zurückziehen. Stattdessen muss sie sich sensibel für ihre unvermeidliche Gesellschaftlichkeit zeigen. Als Soziologie in der Gesellschaft und für die Gesellschaft sollte sie sich selbstkritisch als eine Möglichkeit unter vielen verstehen, kann aber nach allen Standards der professionellen akademischen Soziologie selbstbewusst, erklärend und verstehend auf drängende soziale Probleme eingehen, auf Verluste von Selbstbestimmung und Freiheit sowie das Leiden an der modernen Gesellschaft. In kritischer Distanz sollte sie sich nicht davor scheuen, solchen Themen wissenschaftliche Aufmerksamkeit zu schenken, die auch in der Gesellschaft als relevant eingeschätzt werden. Das soziologische Selbstverständnis darf dabei nicht als Ausweis von selbstreflexiver Überlegenheit propagiert werden,
sondern stellt im Gegenteil die Voraussetzung für eine offene, lern- und diskussionsbereite Haltung dar, die sich wissenschaftlich auf die Gesellschaft einlässt. Die vierte und letzte These: Kritik, Moral und Normativität in der Kommunikation der Soziologie nach außen können hinsichtlich der wahrgenommenen Relevanz ihrer Themen eine wichtige Rolle spielen und auch den öffentlichen Dialog befördern. Dies birgt allerdings auch Risiken und kann und darf nicht theoretisch vorentschieden werden. Beispielsweise, wenn nur einer kritischen Theorie das Potenzial zugeschrieben wird, die Gesellschaft zu verändern. Vielmehr gilt es, solche Annahmen in der Auswahl der Forschungsthemen, der aktiven Diskussion und Bewertung der Ergebnisse in der politischen Öffentlichkeit und im Dialog mit betroffenen gesellschaftlichen Zielgruppen praktisch zu erproben. Die dabei gewonnenen Erfahrungen können wiederum genutzt werden, um den eigenen Standpunkt zu überdenken. Beispielsweise hinsichtlich einer Spirale wechselseitiger Nichtbeachtung von Soziologie und Öffentlichkeit. Der erste Schritt hin zu einer in diesem Sinne lernenden Soziologie kann jedenfalls ein sehr bescheidener sein, nämlich die Frage nach der gesellschaftlichen Aufgabe der Soziologie überhaupt zu stellen und zuzulassen. Das war's auch schon. Willst du einfach direkt anschließen? Achso, ja, ich habe nur zwei Punkte, die so, ich glaube zwei, die innerhalb der Diskussion aufgetaucht sind, die ich irgendwie nochmal wichtig fand. Das, was ich meinte mit dem Medienauftritt der Professoren, wo irgendwie nochmal Antwort kam, würde ich einfach gerne nochmal hinzufügen wollen, dass ich finde, dass es als Professor einfacher ist. Ich denke nicht, dass man das als Student nicht machen sollte, so, sondern ganz im Gegenteil, ich finde, dass das wichtig ist, auch als Selbstverständnis von Studenten und Studentinnen und dass das auch ein Stück weit ein Mittel sein kann, um halt auch mal das anders zu machen, ne? Als es irgendwie so, oder sich, wie auch schon gesagt wurde, hinter der Rolle der Studentin irgendwie zu verstecken oder des Studenten und zu sagen, so, ich weiß ja noch nicht so richtig, so, ne? Man kann durchaus trotzdem ein Urteil fällen und irgendwie da was wissen. So. Und dann finde ich ganz grundsätzlich immer, dass die Soziologie ein sehr vielfältiges und sehr breites Feld ist. Das sieht man ja alleine in der facettenreichen Ausgestaltung von Bindestrich-Soziologien, anerkannten oder nicht so anerkannten. Ich finde, die Soziologie sollte einfach ein bisschen selbstbewusster ein solches Selbstbild haben können und das auch so etablieren können. Das ist auch das, was ich meine mit sich auch mal unabhängig von naturwissenschaftlichen Prämissen selbst definieren können. Und wenn man, ich habe mein MBA nicht in Soziologie gemacht, ich habe den in Medien- und Kommunikationswissenschaften gemacht und wenn man in den Bereich der Krisenkommunikation guckt, ist das ein Punkt, der einfach wirklich wichtig ist, damit man aus so einer Krise auch wieder gesund herauskommen kann, dass man das als einen positiven Wendepunkt, als einen Punkt, an dem man sich weiterentwickeln kann, sehen kann. Und zwar, dass man akzeptiert und sieht, was man selber ist und aus dem eigenen Abbild heraus die Arbeit in die Öffentlichkeit trägt. Das bedeutet für mich ganz konkret zum Beispiel, dass wenn Wissenschaftler in Medien oder in der Öffentlichkeit sich mitteilen, vielleicht nicht nur ihre eigene Meinung oder die eigene Arbeit, die sie vertreten, verdeutlichen, sondern auch zeigen, was für Gegenstimmen es gibt. Und ich glaube, das ist auch erst der Moment, wo man sagen kann, okay, ich schaffe eine Plattform, und die kann man meiner Meinung nach übrigens in allen Medien machen, weil man selbst mit dem Fernsehen, nicht nur über diese Live-Formate, sondern auch über andere Formate ganz klar sagen kann, so komme ich rein und so komme ich nicht rein. Das kann man vorher abklären mit dem Fernsehen und auch mit Radio und Zeitung und so weiter. Und so, jetzt habe ich den Anfang meines Satzes vergessen. Aber so kann man es halt, glaube ich, wirklich sinnvoll erarbeiten, dass die Soziologie in die Öffentlichkeit tritt und zwar nicht als Spielfigur der Medien oder um Mainstream-Meinungen nochmal catchy zu formulieren, damit man irgendwie Aufmerksamkeit generieren kann, sondern um wirklich fundierte Ergebnisse einzutragen.